Chiatura, ihr Lieben. Das ist unser nächster Stop auf unserem Roadtrip. Ja, wie ihr hinter mir schon seht, wir sind jetzt in einer alten Minenstadt gelandet. Die Stadt ist relativ arm. Viele Touristen verirren sich nicht hierher. Und der Grund, warum wir hier sind, es gibt hier Seilbahnen aus den 50er Jahren, die teilweise noch mit den Originalwaggons fahren. Und das wird alles noch per Hand betrieben. Und ja, wir sind jetzt gerade am Ortseingang, steigen jetzt nochmal ins Auto und gucken mal, ob wir die Seilbahn finden. Ja, wir sind jetzt eine Stunde ungefähr durch die Stadt gefahren, sind ein bisschen rumgeirrt und haben zwar die Kabel gefunden, aber wir finden irgendwie keine Waggons, die noch fahren. Ich bin komplett aufgeregt gerade, weil die fahren hier nämlich doch und der kommt hier gleich runter. Und ich glaube, in der nächsten und übernächsten Bahn können wir dann auch mit hochfahren. Ich freue mich. Die Fahrt war eigentlich ganz okay. Also ich habe mir das man kriegt leider nicht ganz so viel mit von der Fahrt, weil diese vergitterten Fenster, die lassen nicht wirklich zu, dass man da irgendwie rausguckt oder irgendwas mitkriegt. Ja. Das ruckelt ein bisschen dann zum Schluss, aber ansonsten fährt sich das ganz normal. Halt, ja. Ja, aber trotzdem, so wenn man darüber nachdenkt, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt diese Wegen sind, aber die sehen schon sehr, 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 sehr alt aus. Ja. Und es wird alles noch per Hand betrieben. Also unten steht eine Dame, die drückt auf Knöpfchen. Hier oben ist eine, die hat so Schalter und alles. Also das ist echt... Das Gute hier ist aber, dadurch, dass das ja auch die ganzen Einheimische als Transportmittel nehmen, um vom unteren Teil der Stadt zum oberen Teil der Stadt zu kommen, kostet das nichts. Also eine Fahrt hoch und runter, komplett kostenlos. Ich habe jetzt gerade mal den Seilbahnführer gefragt. Die blaue Bahn ist von 1964, die braune hinter mir ist von 1953. Und mit der fahren wir jetzt gleich auch nochmal. In der ganzen Stadt sieht es so aus, als ob die Zeit vor 30, 35 Jahren stehen geblieben ist, wie in den Gebäuden hinter mir seht, und unten in der Stadt ist alles kaputt und also richtig so, als ob seit 30 Jahren hier irgendwie nichts passiert ist in der Stadt. Also es gibt richtig tiefe Schlaglöcher in den Straßen und hier zu leben stelle ich mir nicht so einfach vor. Also es ist halt, zum Angucken ist es halt immer wieder ganz schön, aber wenn man sich dann selber vorstellt, hier leben zu müssen und das Durchschnittseinkommen der Menschen hier ist nur 150 Euro im Monat, das ist halt immer alles so ein Zwiespalt. Man kommt hier hin und das erinnert mich halt so daran, wie Russland halt früher aussah. Dieses leicht Kaputte und dieses leicht Abgefuckte, was ich halt so gerne mag. Und auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, hier wohnen zu müssen und es gibt wahrscheinlich hier keine Arbeit, der Manganabbau ist zurückgegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ja, und dementsprechend werden wir halt auch oft belächelt von den Einheimischen hier, weil da, wie gesagt, da stellen sich dann halt Schlangen von Touristen, alle mit ihren großen Kameras und wir natürlich auch dann da an und wollen mit diesen Bahn hier fahren und machen einen Vlog und darüber und dann wahrscheinlich dann total krass die übelst krasse Seilbahn und was weiß ich was und dann die Leute, die hier tatsächlich wohnen, die schütteln dann nur mit dem Kopf und denken dann, warum denn? Ja, die regt das wahrscheinlich auf, dass diese Bahnen halt immer noch genauso aussehen wie vor 60 Jahren. Oh, ich muss jetzt kurz rennen. Also nachts um 1 kann man hier fahren und Mittagspause ist von 11:30 bis 12:30. Ich muss mich jetzt beeilen, weil sonst fährt die Bahn ohne mich los.